Gerunzelte Stirnen waren nicht mehr nötig, positiv gestimmte Gesichter beherrschten das Bild auf der Wire und der Tube in Düsseldorf. Passend zum Investitionsaufschwung weltweit und der wieder deutlich steigenden wirtschaftlichen Stimmung in Deutschland fanden beide Messen zum wohl günstigsten Zeitpunkt statt. Wir hatten heute Morgen noch mal ein gemeinsames Frühstück mit den Verbänden und den Ausstellervertretungen aus vielen, vielen Ländern, die uns attestiert haben. Super Messe, super Geschäfte, weniger Besucher als beim letzten Mal, aber die richtigen, wie sagte jemand, die Dampfquasseler waren nicht da, es waren die richtigen da und mit denen haben wir Geschäfte gemacht. Die hohe Entscheiderdichte bei den Besuchern ist es auch, die die Aussteller auf ein starkes Nachmessegeschäft hoffen lässt. Wir gehen davon aus, dass wir noch in diesem Jahr für dieses Produkt zwei, drei Aufträge zeichnen können, die dann in Größenordnungen liegen werden, die an uns derzeit noch eine kleine Herausforderung darstellen. Aufträge in Stückzahlenregionen von irgendwo zwischen 50 und 150 Rohren sind schon was Interessantes, wenn man berücksichtigt, dass solche Rohre teilweise je nach Zusammensetzung bis zu 50.000 Euro pro Rohr kosten können. Und zufrieden zeigten sich am Ende auch diejenigen Gäste, die aufgrund der gestrichenen Flüge Düsseldorf nicht wie geplant verlassen konnten. Die Messe Düsseldorf konnte zum Beispiel Busse organisieren und Visa-Probleme lösen.